Yo, was geht ab, Leute? Splash Match und Squall and N hier. Und jetzt kommt ein richtig nice Set. Levi. Und zwar sehen wir Levi gegen Niceface. Niceface? Niceface, sehr bekannter, sehr guter Spieler in Norddeutschland. Auch mal sehen, welchen Charakter er spielt. Also man kennt ihn ja für seinen Link, aber er hat auch ein paar Pocket Picks und so. Und besonders gegen Gegner, die er halt seeding-technisch hard outplays, pickt er dann auch gerne mal Dr. Mario. Aber Levi zum Beispiel ist bekannt dafür, dass er halt nur Lucas spielt. Ja, er hat ja schon angekündigt, dass er mit dem Doktor heute gewinnt. Ja, also der Dr. Mario ist auf jeden Fall direkt reingekommen. Das ist halt ein Problem für Lucas. Im Nahkampf hat er halt wirklich Probleme gegen Doc. Er muss ihn eigentlich raushalten. Ja, dafür kann Lucas natürlich das Zoning-Game spielen. Ja, genau. Auch wenn die Pillen ein bisschen nervig sind. Aber oha, direkt hier mit dem Jablock von Niceface. Er ist halt in seinem Gesicht so, das ist nicht gut. Levi muss aufpassen, dass er ihn irgendwie auf Distanz hält. Ja. In letzter Zeit hat Levi sehr viel Wave Bounce Side B geübt. Vielleicht bringt ihm das ja ein bisschen was für seinen Neutral. Ich denke mal, er müsste. Also das wird eher so ein Match, wo er versucht, Dr. Mario natürlich zu gimpen. Mit der nicht ja. besten Recovery. Das sollte tatsächlich der Gameplan sein. Dr. Mario quasi auscampen, bis man ihn irgendwie offstage werfen kann und dann mit Peak Thunder gimpen oder irgendwie anders. Aber ja. Ich glaube, Peak Thunder wäre am besten. Lucas hat auf jeden Fall die Tools, um so einen Char wie Dr. Mario zu gimpen. Ja, auf jeden Fall. Lucas ist echt gut im Gimpen. Und Doc hat halt arguably die schlechteste Recovery im Game. Also Little Mac hat halt wenigstens ein bisschen Aerial Drift, I guess, und die Side B und den Konter. Ja, Little Mac kann auch ein bisschen machen. Ja, während Doc ist halt, wenn du einmal richtig redst, wie er recovert, ist er eigentlich immer tot. Aber Niceface scheint damit keine Probleme gehabt zu haben bisher, weil er nämlich noch nicht offstage war. Ja, hat auf jeden Fall auch einen soliden Lead. Jetzt ist er offstage. Ah, okay. Der Peak Fire sitzt, der Snipe war da. Jetzt sind beide wieder auf zwei Stocks, also noch alles drin. Oh, die Nair Loops, leider gedroppt. Direkt auf der Punish mit der Backair dann. Die Pille nach rechts fand ich auf jeden Fall sehr gut. Ja. Jetzt hier ein bisschen am Ledge trappen. Oh ja, die Nair out of hat shield. Hat den Jablock leider verfehlt. Er hält ihn auf jeden Fall sehr gut an der Ledge. Ah ja, okay, der Upsmash. Ja. Guter Catch, um die Landing zu punishen. Die Hitbox ist echt riesig, sowohl bei Mario als auch bei Dr. Mario. Ja, ist auch, glaube ich, gar nicht sehr so langsam. Da kann er auf jeden Fall so einen Char wie Lucas mit catchen. Aber Niceface geht wieder sehr offensiv rein. Und ja, muss er auch. Also ich denke, das ist definitiv sein Gameplan, jetzt in den Brawler-Mode zu gehen und ein bisschen Nahkampf zu spielen. die ganzen Bibel-Versus. Das Movement. Aber jetzt hat er ein Problem. Jetzt ist er nämlich offstage. Ja. Aber das macht nicht so viel Knockback. Bei Ness hätte das jetzt locker getötet, aber bei Lucas... Ja, das auf jeden Fall. Bei Lucas macht es sehr viel Damage dafür. Aber Levi könnte es jetzt hinbekommen. Naja, schon wieder. Hat leicht verfehlt. Ja. Die müssen halt sitzen. Damit er das Game holt, muss er halt diese Edgeguards eigentlich kriegen. Das auf jeden ist Fall. Halt schade für ihn gerade. Levi auf jeden Fall mit sehr vielen Reversals von der Ledge. Ah, da hat er auch einen sehr offensichtlichen Punish leider nicht bekommen, weil er rübergejumpt ist. Ah, okay, den hat er aber. Immerhin Last Stock, also sie ziehen sich abwechselnd Stocks ab. Insofern ist es noch spannend. Könnte auf jeden Fall ein Comeback für Levi werden, aber er ist natürlich auf sehr schon gefährlichen Prozenten für Doc. Ja, aber gerade hat er Advantage und Lucas hat auch in Frame, insane Frame-Daten. In Frame, das auf Alter. Jeden Fall. In Frame-Insane-Daten hat Lucas. Ah, okay, der Peaky Freeze. Ziemlich ballsy Option. Ah. Die habe ich auch noch Shield als nur gesauerspottet. Er toucht auf jeden Fall zu viel den Shield von Doc. Zumindest unsafe. Ah, Peak Freeze. Oh, das war's. Das war's. Und gewinnt. Game 1 geht an Nico. Oder Levi mit 2i auch. Damn, da bin ich jetzt sehr gespannt, ob Niceface jetzt counterpickt. Ja. Also irgendeinen Charakter spielt, der nicht vielleicht Bottom 3 ist. So. Ja. Wird er den Doc durchziehen? Oder ob er beim Doc bleibt, weil er halt denkt, er hat die Adaption und dass das passt. So. Dann weil es lief ja auch das ganze Game gut. Er wurde ja last second sozusagen gecomebackt und vorher hatte er die ganze Zeit ein Lead. Ja, er hat auf jeden Fall einen guten Advantage bekommen. Das hat ihn sehr stark zurückgeholt. Vor allem Smash will okay, eine kleine Stage, da kann Lucas nicht gut campen. Ja. Link, okay, ja, jetzt wird ernst gemacht. Er hat keinen Bock, erste Runde rauszufliegen anscheinend. Oder zweite. Könnte auf jeden Fall sehr stressig werden für Lucas, weil die Projectiles von Link sind natürlich... Ja, und Niceface's Link ist halt, glaube ich, nochmal um einiges stärker als der Doc, will ich behaupten. Ja. Dementsprechend werden wir sehen, wie
Okay. Levi, ja klar, kommt sehr interessant. Dass das direkt er, mit dem Raw F-Smash? Ja, und Levi direkt mit dem Raw reinrennen, Frame 1. Oh, jetzt kommt aber der Punish. Ja, Levi hat wahrscheinlich mit der... Ah, guck mal, er will ihn geben. Geht es nicht ganz so gut wie bei Doc. Link hat eine viel bessere Recovery und auch die Bomb-Recovery ja, und so. Auf jeden Fall. Ah, ich hätte schon gedacht, dass er mit dem Magneto versucht, die Bombe zu absorbieren. Er bekommt den Oh, Down-Smash. Guter Down-Smash. Verfehlt. Ah, aber immerhin trifft er. Sehr ist sogar viel Damage. Nicht rausgefallen. Oh, der Snipe! Fire. Damn, Levi geht richtig ab. Kommt jetzt kommen natürlich die Confirms von Link, die sehr früh killen können. Aber... Und die Bomb offstage. Ob er das zurückschafft? Nee, das war ein sehr schwieriger Winkel. Dachte ich mir schon, dass das nicht klappt. Ja, auch ein bisschen vom Timing wieder her gemisst. Hätte auf jeden Fall noch ein bisschen später drücken können. Sehr even, aber... Ja, im Neutral verwenden sie auf jeden Fall alle ihre Ranged Attacks. Das macht Sinn, da hat Levi leider gerade gemissinputtet auf der Plattform und würde dafür hart gepunished. Mal bin ich gespannt, ob er diesen Disadvantage State überlebt. Ja, weil das sieht sehr oppressive aus von Link. Das Edge Guarding und Ledge Trapping von Link ist halt insane und er hat den Disadvantage State nicht überlebt. Ja, Down Tilt into Up sehr clean an der Stelle. Kann mir auch vorstellen, dass das ein sehr schwieriges Matchup für Lucas ist. Oha, Down Throw into Up Tilt war nicht too, sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Daher, dass die Projectiles alle von Links Boomerang zum Beispiel gebeatet werden und Link auch allein mit Nair sehr oppressive sein kann. Ja, die Nair ist schon gut. Aber Nice Face scheint auf jeden Fall auch von den Disjoints zu profitieren gerade. Er verwendet viele Sword Moves. Die Sword Moves sind ja eigentlich eher die langsamer sind von Link, aber wenn du halt triffst, sind die besonders stark. Ja. Und das macht Nice Face halt gerade. Und Swords sind natürlich immer sehr gut gegen Lucas. Da kommt er nicht zurück. Ja, cleanes Game 2. Am Anfang hat Levi echt gut gespielt, aber dann ist Nice Face ein bisschen reingekommen mit seinem Main und hat ernst gemacht. Ja, sah zwar am Anfang noch relativ even aus, aber Nice Face hat auf jeden Fall den Lead rausgeholt. Und das hat natürlich gesnowballed. Okay, Battlefield. Ich nehme an, wir sehen nochmal Link, Lucas. Ja, macht Sinn. Ja. Außer Levi kommt jetzt vielleicht noch mit dem geheimen Counterpick. Das ist sehr unwahrscheinlich bei Levi, dass er mit einem geheimen Counterpick kommt. Steve kann man immer picken. Ich glaube, er hat noch nie in seinem Leben Steve gespielt. Ich glaube, das erste Game direkt ein Bracket-Set. Ich weiß nicht. So, mal sehen, ob Levi auch wieder sehr aggressiv rein. Wahrscheinlich spielt er gegen Link halt aggressiver, weil er nicht so viel von den Projektilen ausgekämpft werden will. Ja. Und nicht so viel Chip-Damage snacken will, aber... Er versucht auch am Anfang auf jeden Fall die Defensive-Options nice. Von... Nair into Forward Air. Down Tilt into Grab. Chars. Ja, sieht ganz gut aus für Levi. Auf jeden Fall. Aber jetzt kommt Nice Face gerade rein. Guter Lied, ja. Aber die Confirms. Direkt auf 60% hoch. Aber kein Edge Guard. Immerhin wieder neutral. Okay, Fair 1 into Boomerang. Kommt an dem Ledge Trapping fast vorbei, aber... Ja, interessant, dass der F-Tilt nicht getroffen hat, ne? Der trifft ja auch ziemlich hart hinter links. Schon wieder. Schon wieder. Ist vielleicht nicht ganz so krass wie bei Toon Link, I guess? Vielleicht. Aber ich dachte eigentlich, oha, die Item-Tossings. Aber Levi geht da immer zu sehr rein, wenn er wenn Nice Face natürlich den F-Tilt misst, weil der hat jetzt so viel Endlag, wenn du noch mit einberechnet, dass er dabei hinter ihn gerollt ist. Up out of shield takes. Das war kein safer Approach mit der Nair. Er toucht auf jeden Fall zu unsafe diesen Shield. Nice Face immer mit den Beaververse Boomerangs in Neutral. Ja. Ah, okay, jetzt hat er Nair gemacht aus dem Down Throw. Interessant. Levi versucht sich wieder in den Center Stage zu holen. So einen Weak Spot von der Wirbelklinge ab. Oh, kein Punish? Ah, doch. Okay, der F-Smash. Der Air Dodge wurde gepunished. Wieder beide auf zwei Stocks. Nice Face auf jeden Fall. Nice. Abis out of shield, daher, dass die Down bisher ganz gut Air geklappt haben. Air. Aber vielleicht... Oh, den Jump-Out gecallt. ...toucht Levi jetzt nicht mehr so unsafe den Shield, sodass er die Abis punishen kann. Oder Nice Face dazu bringt, diese nicht mehr zu benutzen. Aber da hat man auch gerade sehr gut gesehen, wie Nice Face gerne Ledge trappt. Er putzt die Bombe halt auf Normal Get-Up Distance und rennt aber sofort zurück und punisht den Rowl, weil er halt sich schon denkt, dass Levi nicht in die Bombe getuppen will. Ja, Bombe ist halt immer sehr gefährlich. Ja, aber es ist halt wahrscheinlich besser, als zu Link zu rollen. Ja. Besonders wenn Link gerade die Upbeat-Charge oder so, kann er die Bombe ja nicht mal launchen. Aber gerade war es natürlich F-Tilt. Es gibt natürlich noch Options wie Jumps, Z-Catch. Oh, er hatte den Boomerang noch nicht Timing ready. Gegen zum Beispiel die Bombe oder Gyro. Ah, okay. Back Air 1 into Back Air into 2 Nairs.
Das hätten. Ah, okay, der wollte einen Roll outcallen, aber Nico ist nicht gewollt. Ja, Levi sehr hart auf Reversals aus. Ja, braucht er jetzt auch. Langsam wird's eng. Ist auf jeden der Fall nächste, die nächste starke Schwertattacke wird es jetzt schon gewesen sein. Forward Air. Oder das Bomb-Ledge-Trapping. Ob er den noch zurückschafft, ist ein schwieriger Winkel, aber er hat's hinbekommen. Zurück. Der Winkel hat gesessen, er hat auch direkt die Bombe gesnackt. Okay, er hat sie wieder weggeworfen. Aber wieder an der Ledge. Kommt den Grab. Ah, die Abi. Immer sehr gefährlich für sowas oh, zu gehen. Oh, ich glaube, das Match endet jetzt gleich. Ja, ja, dann kommt der F-Tilt und beendet es. GG ist der Double-Two-Stock von Link. Aber ich finde, Levi...